Heute für euch die Reinblutfamilien der Zaubererwelt und die unantastbaren 28 erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns ausführlich mit der Geschichte der unantastbaren 28 befassen. Beginnen wir mit der offensichtlichsten Frage: Was sind die unantastbaren 28? Nun, es geht weniger darum, was sie sind, sondern vielmehr darum, wer sie sind und wie sie entstanden sind. Die unantastbaren 28 sind eine Sammlung von Familien, die in der Zaubererwelt als reinblütigstes Verzeichnis gelten. Sie behaupten, dass die Familien die reinsten magischen Abstammungen haben, ohne Verunreinigung durch Muggel in ihren Blutlinien. Dieses Verzeichnis wurde in den frühen 1930er Jahren veröffentlicht und ist bekannt für seine extreme Voreingenommenheit. Obwohl der Autor anonym bleibt, wird gemunkelt, dass Khan Tankeros Nod, dessen Familie selbstverständlich auch auf der Liste steht, der Verfasser der Liste sein könnte. Es besteht jedoch kaum Zweifel daran, dass die Idee zu diesem abscheulichen Verzeichnis auf den intoleranten Ideologien von Salazar Slytherin, einem der vier Gründer von Hogwarts, basiert. Salazar Slytherin war äußerst offen in seiner Abneigung gegenüber Muggeln und Muggelfamilien. Die Behauptung, dass einige Zaubererfamilien reiner seien als andere, stieß in der Zauberergemeinschaft auf gemischte Reaktionen. Einige lehnten es vehement ab, in das Verzeichnis aufgenommen zu werden, da sie wussten, dass ihre Vorfahren Muggel geheiratet hatten und sie waren der Meinung, dass dies sie nicht weniger wert machte als einige andere magische Familien. Leider waren jedoch viele andere Zaubererfamilien verärgert darüber, dass sie nicht auf der Liste standen. Wer waren also diese Familien, die als die unantastbaren 28 bekannt wurden? Diese Familien werde ich jetzt Familie für Familie mit euch durchgehen. Familie Abbott. An erster Stelle des Verzeichnisses wurde der Abbott-Clan aufgeführt. Es wird jedoch angenommen, dass diese spezielle Familie nur bis in die 1930er Jahre als reinblütig galt. Bald darauf heirateten Mitglieder der Familie entweder Muggel, muggelstämmige Hexen oder Zauberer oder auch Halbblüter. Wir wissen dies mit Sicherheit, da Hannah Abbott, eine Hufflepuff-Schülerin, die zur gleichen Zeit wie Harry Potter Hogwarts besuchte, ein Halbblut war. Hannahs Mutter wurde auf tragische Weise von Todessern getötet, was auch darauf hinweist, dass sie sich nicht mit denjenigen verbündet hat, die an die Reinheit des Blutes glaubten. Später kämpfte Hannah in der Schlacht von Hogwarts und heiratete nach der Schule Neville Longbottom. Als nächstes haben wir die Familie Bulstrode. Diese Zaubererfamilie war größtenteils reinblütig, aber ähnlich wie die Abbotts heirateten einige Mitglieder nach der Erstellung der Liste Muggel, Halbblüter oder Muggelstämmige. Wir wissen dies, da Millicent Bulstrode ebenfalls eine Zeitgenossin von Harry, eine Halbbluthexe war. Als nächstes haben wir die Familie Carrow. Die Carrows waren eine reinblütige Familie mit einer düsteren Vergangenheit. Ein Mitglied der Familie Carrow war in den 1920er Jahren ein bekannter Anhänger von Gellert Grindelwald. Und wer könnte die bösartigen Geschwister Alecto und Amicus Carrow bitte vergessen? Diese beiden unterrichteten während Voldemorts Aufstand in den 1990er Jahren in Hogwarts in Muggelkunde und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Sie waren stolze Todesser und setzten den Cruciatusfluch ein, um Schüler im Namen von Disziplin und Erziehung zu foltern. Als nächstes haben wir die Familie Black. Die Familie Black hatte einen angesehenen, aber düsteren Ruf. Einige Mitglieder der Familie waren treue Anhänger von Voldemort, wie Bellatrix Lestrange und Narcissa Malfoy. Mit Ausnahme von Sirius wurden alle Mitglieder der Familie Black in Hogwarts dem Hause Slytherin zugeordnet und die Mehrheit der Familie glaubte fest an die Reinheit der Blutlinien. Diese Zaubererfamilie war eine der größten und ältesten reinblütigen Zaubererfamilien, die Großbritannien je gesehen hatte. Ihre Ursprünge reichen sogar bis ins Mittelalter zurück, wie das aufwendige Stammbaumwandgemälde des Black Hauses ihrer Vorfahren im Grimmauld Place 12 in London zeigt. Als nächstes haben wir die Familie Crouch. Die Crouch-Familie war eine der ältesten, reinblütigsten Zaubererfamilien in Großbritannien und soll mit den Familien Black, Yaxley, Longbottom und Weasley verwandt sein. Barthemius Crouch war ein hochrangiger Beamter im Zaubereiministerium und leitete die Abteilung für magische Strafverfolgung. Es war äußerst unangenehm für ihn, als bekannt wurde, dass sein Sohn Barty Crouch Jr. ein Todesser war. Leider konnte Barty Crouch Jr. aufgrund seines Vaters aus Azkaban entkommen, was eine Reihe schrecklicher Ereignisse auslöste. Dazu gehörten der Mord an seinem Vater, Barty, der sich als Mad-Eye Moody ausgab und den Feuerkelch manipulierte, um Harry Potter dazu zu zwingen, am äußerst gefährlichen trimagischen Turnier teilzunehmen.
Schließlich führte dies dazu, dass Harry gegen Voldemort antrat. Barty Crouch Jr. wurde später durch den Kuss des Dementors getötet, als Strafe für den Mord an seinem Vater, was zur Auslöschung der Crouch-Familienlinie führte. Als nächstes haben wir die Fawley-Familie. Die Fawleys waren eine reinblütige Zaubererfamilie und ihre Mitglieder wurden häufig dem Hause Hufflepuff zugeordnet. Hector Fawley wurde in den 1920er und 1930er Jahren als Zaubereiminister erwähnt, doch abgesehen davon ist über diese Familie nicht viel bekannt. Als nächstes haben wir die Familie Flint. Der Nachname Flint wurde gelegentlich in der Harry Potter Saga erwähnt, sodass du dich vielleicht vage daran erinnern kannst, ihn hin und wieder gehört zu haben. Ein Beispiel dafür ist Ursula Flint, die Mutter von Sirius Black, bevor sie Phineas Nigelus Black heiratete. Möglicherweise erinnerst du dich auch an Marcus Flint, den Kapitän des Slytherin Quidditch Teams, gegen den Harry in seiner früheren Zeit in Hogwarts spielte. Eine weitere bekannte Person mit dem Nachnamen Flint ist Josephina Flint, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts Zaubereiministerin war. Als nächstes haben wir die Familie Peverell. Die Peverell-Familie pflegte Inzucht, um ihre Fähigkeit, Parsel zu sprechen, zu bewahren. Die Familie hatte hauptsächlich ihren Wohnsitz in Nordengland, etwas außerhalb von Little Hangleton, in einer äußerst heruntergekommenen Hütte. Dies war natürlich das Haus, in dem Albus Dumbledore auf der Suche nach Voldemorts Horcruxen landete, da Merope Gaunt die Tochter von Marvolo Gaunt die Mutter von Voldemort war. Die Gaunt-Familie besaß einst Gold, wurde jedoch aufgrund ihres verschwenderischen Lebensstils schließlich mittellos und hinterließen den letzten Überlebenden ihrer Linie nur die Armut. Als nächstes haben wir die Familie Burke. Charakter Kuss Burke war einer der Mitbegründer von Borgin & Burkes, dem Laden in der Winkelgasse, der sich auf den Handel mit dunklen magischen Gegenständen und seltenen mystischen Artefakten spezialisierte. Borgin & Burkes war natürlich auch das Geschäft, in dem sich eines der beiden Verschwindekabinette befand, die Draco Malfoy im Halbblutprinzen als Durchgang nach Hogwarts nutzte. Charakter Kuss Burke war auch im Besitz des Medaillons von Salazar Slytherin, das er von Voldemorts Mutter erlangte, als sie verzweifelt nach Geld suchte. Als nächstes haben wir die Familie Greengrass. Die Familie Greengrass war ursprünglich eine reinblütige Zaubererfamilie, deren Ansichten sich im Laufe der nachfolgenden Generationen zunehmend toleranter entwickelten. Besonders Astoria Greengrass, die spätere Ehefrau von Draco Malfoy, machte sich einen Namen damit, dass sie den anti-muggelstämmigen Ansichten ihrer Familie oft entgegentrat. Als nächstes haben wir die Familie Avery. Über diese spezielle Familie im Harry Potter-Universum ist wirklich nicht viel bekannt. Was wir jedoch wissen ist, dass die Abstammungslinie der Averys rein ist und dass in der Vergangenheit viele Familienmitglieder zu Todessern wurden. Als nächstes haben wir die Parkinsons. Es gibt nicht allzu viel zu sagen über die Parkinsons. Es handelt sich um eine reinblütige Familie, zu deren Mitgliedern die boshafte Pansy Parkinson gehörte. Pansy war eine Mitschülerin von Harry Potter und hegte ein romantisches Interesse an Draco Malfoy. Ein weiteres bekanntes Mitglied der Familie war Perseus Parkinson, der im Jahr 1700 Zaubereiminister wurde. Familie Lestrange. Eine der bekanntesten Lestranges war zweifellos gar keine richtige Lestrange im eigentlichen Sinne. Bellatrix Lestrange, geborene Bellatrix Black, heiratete in die Familie ein, nachdem sie Rodolphus Lestrange traf. Dies tat sie nur, um in eine reinblütige, mächtige Familie einzuheiraten. Abgesehen davon hatten die Lestranges die Tradition, ihre Cousins zu heiraten, um die Reinheit ihrer Blutlinie zu wahren, ähnlich wie das Hause Gaunt. Sie waren relativ wohlhabend und bekannt für ihr Interesse an den dunklen Künsten. Daher überrascht es nicht, dass Bellatrix und Rodolphus zwei von Voldemorts treuesten Todessern waren. Kommen wir nun zur Familie Gaunt. Die Familie Gaunt hat eine lange und düstere Geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Im Laufe der Jahrhunderte spielt die Familie Gaunt eine bedeutende Rolle beim Schutz der Kammer des Schreckens innerhalb der Mauern von Hogwarts. Cornvius Gaunt wird sogar dafür verantwortlich gemacht, dass die Kammer im 18. Jahrhundert verborgen blieb, als ein neues sanitäres System im Schloss installiert wurde. Die Gaunts hatten eine starke Fixierung darauf, ihre Blutlinie reinzuhalten und sie heirateten oft sogar ihre eigenen Cousins und Cousinen. Als Nachkommen von Salazar Slytherin und Cadmus Peverell, einem der drei ursprünglichen Besitzer der Heiligtümer des Todes, hatten die Gaunts eine große historische Bedeutung in der Zaubererwelt. Kommen wir nun zu der Familie Longbottom. Neville Longbottom ist zweifellos der bekannteste Vertreter der Longbottom-Familienlinie.
Er war etwas tollpatschig, doch letztendlich überwand Neville seine Schwächen und war verantwortlich für die Tötung von Lord Voldemorts Schlange und dem siebten Horcrux Nagini, sowie für andere mutige Taten. Neville wurde von seiner Großmutter Augusta aufgezogen, da seine Eltern Frank und Alice von Todessern bis zum Wahnsinn gefoltert wurden, als Neville noch ein Baby war. Obwohl sie vor diesem Ereignis eine beeindruckende Karriere als angesehene Aurorin hatten, erholten sich die beiden nie von dem schrecklichen Angriff und verbrachten den Rest ihres Lebens im St. Mungus Krankenhaus. Die Longbottoms schienen nie übermäßig besorgt um die Reinheit des Blutes zu sein, aber sie hatten nicht den gleichen Ruf als Blutsverräter wie beispielsweise die Weasleys. Als nächstes haben wir die Familie Macmillan. Ähnlich wie die Longbottoms scheint die Familie Macmillan keine Vorurteile zu hegen. Ganz im Gegenteil, sie setzten sich sogar für die Integration von Muggeln ein. Über Generationen hinweg waren sie eine reinblütige Familie, aber Ernie Macmillan, ein Hufflepuff-Mitschüler von Harry Potter während seines Schuljahres in Hogwarts, ließ deutlich erkennen, dass die Familie Dumbledore unterstützte, als Voldemort in den 90er Jahren an die Macht kam. Als nächstes haben wir die Familie Malfoy. Die Familie Malfoy, eine reinblütige Familie aus England. Traditionell wurden Mitglieder dieser Familie, die Hogwarts besuchten, dem Hause Slytherin zugeordnet und viele von ihnen waren in den dunklen Künsten bewandert. Sie haben eine lange Geschichte in Verbindung mit Macht, einschließlich der königlichen Höfe der Muggelkönige und Königin sowie dem Zaubereiministerium. Dennoch waren sie nie im direkten Zentrum der Machtquelle tätig, sondern zogen es vor, im Hintergrund zu agieren. Es wird gesagt, dass sie eine der wenigen fanatischen Reinbüterfamilien waren, die Inzucht vermieden, da sie die möglichen Folgen einer solchen Verwandtschaft wie mentale Instabilität fürchteten. Als nächstes haben wir die Familie Nott. Über die Familie Nott ist nicht viel bekannt, außer dass sie reinblütig war und ihre Mitglieder oft dem Hause Slytherin in Hogwarts zugeteilt wurden. Cantankerous Nott wurde lange Zeit verdächtigt, der Autor der unantastbaren 28 zu sein. Theodore Nott war zur gleichen Zeit wie Harry Schüler in Hogwarts. Theodores Vater war ein bekannter Todesser, der sich frühzeitig mit Voldemort verbündet hatte, als dieser gerade an die Macht kam. Kommen wir nun zur Familie Previtt. Die Previtts waren eine reinblütige Familie, schien sich jedoch nicht sonderlich für die Ideologien der Blutreinheit zu interessieren. Tatsächlich war Molly Weasley ehemals eine Previtt, bekannt dafür, dass sie Anti-Muggel- und Blutsverräteransichten nicht unterstützte. Zu ihren Brüdern gehörten Gideon und Fabian, die tragischerweise während des ersten Zaubererkrieges von Todessern getötet wurden. Es wird gesagt, dass viele Mitglieder der Familie Previtt rotes Haar und markante Nasen hatten. Familie Yaxley. Es ist bekannt, dass zumindest ein Mitglied der Familie Yaxley ein bekannter Todesser war, was darauf hindeutet, dass diese Familie eine Neigung zu den Todessern hatte und sich für die Reinheit des Blutes einsetzte und gegen Muggel war. Ansonsten gibt es nicht viel über diese spezielle Familie zu sagen. Ollivander. Seit 382 vor Christus versorgt die Familie Ollivander die englische Zauberergemeinschaft mit hochwertigen Zauberstäben und wird als eine der ältesten existierenden Zaubererfamilien angesehen. Ollivander gilt wie gesagt als eine der ältesten Familien und es wird angenommen, dass sie mit den Römern nach Britannien gekommen sind. Später war es Garrick Ollivander, der sowohl die Zauberstäbe von Harry Potter als auch von Lord Voldemort herstellte. Als nächstes haben wir die Familie Selwyn. Die Selwyns, eine angesehene reinmütige Familie, hatten zumindest ein Familienmitglied, das ein Todesser war und an der Entführung von Luna Lovegood beteiligt war. Dolores Umbridge, die abscheuliche Hexe, die im Namen vom Ministerium Schüler quälte, behauptete, aus derselben Familie zu stammen, obwohl dies nie bewiesen wurde. Als nächstes haben wir die Familie Rosier. Die Rosier-Familie ist eine reinblütige Familie, die wahrscheinlich aus Frankreich stammt. Sie legen großen Wert auf den Blutstatus, was offensichtlich ist, da Rosier ein Anhänger von Grindelwald war und Evan Rosier einer von Lord Voldemorts Todessern war. Als nächstes haben wir die Familie Shacklebolt. Die Shacklebolts waren eine reinblütige Familie, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie fanatische Anhänger der Blutsreinheit waren. Dies wird durch die Existenz von Kingsley Shacklebolt gestützt, einem der ersten Auroren und loyalen Mitglieder des Orden des Phönix. Während des Zweiten Zaubererkrieges schützte Kingsley den Muggel-Premierminister und wurde später in den späten 1990er Jahren vorübergehend zum Zaubereiminister ernannt. Als nächstes haben wir die Familie Shafik.
Über die Familie Shafiq gibt es nicht viele Informationen, außer dass sie eine reinblütige Zaubererfamilie war, die mindestens bis in die 1930er Jahre existierte, als das Verzeichnis der Reinblütigen veröffentlicht wurde. Als nächstes haben wir die Familie Slughorn. Der Slughorn-Clan war als äußerst wohlhabend bekannt und hatte eine tolerante Einstellung gegenüber Muggeln und Zauberern, die nicht reinblütig waren. Horace Slughorn, der in den 1940er Jahren das Amt des Hauslehrers für Slytherin innehatte, kehrt zurück, um in Harry Potters sechstem Jahr in Hogwarts als Professor für Zaubertränke zu unterrichten. Er hatte den eigenartigen Ruf, intelligente Schüler auszuwählen und sie zu sich nach Hause zum Essen einzuladen, in seinen berühmten Slug-Club. Im Laufe der Jahre waren Mitglieder des Slug-Clubs unter anderem Lily Evans, die Mutter von Harry Potter, und Tom Riddle, der später als Lord Voldemort bekannt wurde. Kommen wir nun zur Familie Rowell. Die Geschichte der Familie Rowell ist nicht wirklich interessant. Damocles Rowell war Zaubereiminister im 17. Jahrhundert, während Thorfinn Rowell, ein Nachfahre, später den Ruf eines berüchtigten Todessers innehatte. Kommen wir nun zur vorletzten Familie und das ist die Familie Travers. Über die reinblütige Familie Travers gibt es wenig Bekanntes, außer dass sie im reinblütigen Verzeichnis erwähnt wird. Torkel Travers war der Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung in den frühen 1990er Jahren und ein Todesser von Lord Voldemort. Und als letzte Familie auf unserer Liste haben wir natürlich die Weasleys. Zweifellos ist den meisten Harry Potter Fans der Nachname Weasley bekannt, da er natürlich der Nachname von Harrys bestem Freund Ron ist. Ebenso bekannt ist Rons große, liebevolle Familie, zu der seine Eltern Molly und Arthur gehören, sowie seine sechs Geschwister Bill, Charlie, Percy, Fred, George und Ginny. Die Weasleys waren für ihre tolerante Haltung gegenüber Muggeln, Halbblütern und Muggelgeborenen bekannt, was oft dazu führte, dass sie von anderen Mitgliedern der reinblütigen Familien als Blutsverräter bezeichnet wurden. Die Familie Weasley wurde in der Regel dem Haus Gryffindor zugeordnet, als sie Hogwarts besuchten, und viele Mitglieder der Familie unterstützten den Orden des Phönix. Im Vergleich zu anderen Zaubererfamilien mag man sie als relativ arm ansehen, aber was ihnen an Reichtum fehlte, machten sie durch ihr Mitgefühl wieder wett. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über die unantastbaren 28 oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.